Ja, wir machen heute einfach mal ein bisschen Freestyle, würde ich sagen, Sven. Ja, also Attacke. Hier. Einmal der Durango hat neue Socken bekommen und neue Felgen. Komplett neues Schuhwerk. Ja, perfekt. Die müssen wir einfahren jetzt. Ja, wir machen jetzt mal Probefahrt, ob alles in Ordnung ist. Ja. Schleimtunix sind auch eingetragen worden schon, haben wir geguckt. Also Schleimtunix wieder einfach mal eine Probefahrt, gehört dazu, ja. Ah ja, perfekt. Der kommt, der holt das Auto jetzt so, sagen wir, eine Stunde ab. Dann fahren wir den mal und dann gucken wir, was wir heute sonst noch so treiben oder zu filmen haben, ja. Ah ja, dann Attacke. Dann auf. Let's go. Nein. Da ist einer unserer Mitarbeiter. Sagen wir mal Tschüss. Tschüssi. Winkt einer, winkt. Die gucken also verwirrt. Ja, ich merke es. Haben bestimmt die Räder in den festgezogen. Darf man das Sache mit? Weiß nicht. Da guck jetzt, fährt der los. Ja. Kommt der Chef nie wieder. Gucken wir mal raus, was wir noch gemacht haben. Hier haben wir heute Downpipe eingebaut bei dem M6. Hört sich jetzt richtig geil an. Können wir vielleicht auch mal einen kleinen Downcheck machen, gell? Ja, können wir gleich machen. Das können wir mal. Ja. Ah ja? Den hat doch ein Prüfstand schon gehabt. Ich weiß nicht, ob sie ein Video über das gemacht haben von. Nee. Nee? Nee. Ups. Ups. Der ging unten, jawohl. So. So. Sind wir aber erstmal mit dem Dodge unterwegs. Durango. 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 Ja, dann sag mal, was kann der denn? Was hat der denn für einen Motor drin? Ist ein 5,7 Liter. Haben wir echt, Herr Sobeck bei uns gekauft 2018 als Neuwagen und wir haben gleich angefangen mit dem Umbau. Also ist gleich auf Kompressor umgebaut worden, hat da noch Felgen von GME drauf gehabt. Zu dem Zeitpunkt gab es nur den 5,7, also es gab noch keinen SRT. Jetzt gibt es ihn mittlerweile mit 6,4 Liter. Mit dem Hellcat-Motor gibt es ihn jetzt. Das gab es zu dem Zeitpunkt nicht, gell? Deshalb haben wir den als 5,7er und als gute Basis genommen und haben den umgebaut Kompressor. Große Bremsanlage, damals doch vom Jeep SRT drauf gemacht, vom Grand Cherokee. Ist die gleiche, ist baugleich. Okay. Das Auto auch. Ja. Noch von wie viel Leistung reden wir hier? Wir reden hier von 620 PS, ja. Also echt, sagt so gut abgestimmt. Ja. Okay. Motor ist auch komplett auseinandergenommen worden. Also sind Schmiedeteile drin, Schmiedewelle drin, ja. Haarschaftbläule drin. Also alles gut. Wir haben ihn erstmal Serie gelassen mit weniger Leistung. Und der Kunde wollte irgendwann mehr haben und dachte, okay, wenn wir jetzt auf mehr Leistung gehen, müssen wir den Motor auch standhafter machen. Ah ja, okay, gut, klar. Bevor der um die Ohren fliegt. Genau, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, wo wir das gemacht haben. Wie viele Kilometer hat er schon seitdem? Was meinst du? Ich weiß, das Auto hat jetzt drauf, ich gucke hier drauf, den meinst du. Gerade hier doch nicht. Ach, ja, 57.000 hat er jetzt drauf, gell. Ja, jetzt wollte er, wie gesagt, mal neue Optik haben. Jetzt haben wir die Schmidt-Felgen in 22 Zoll drauf gemacht, ringsrum mit 305er Reifen. Ich finde, sieht mega aus, also steht im Auto echt gut. Ja, der fährt ja auch gut, also echt sanft. Ja, das ist das Geile an dem Durango, ist halt ein Siebensitzer, gell? Wo kriegst du einen Siebensitzer hin und der 3,5 Tonnen ziehen darf? Ja. Ja. Ist ein cooles Auto. Ja. Udi. Ja, wir können mal gucken, was er so kann. Wie schnell der vorwärts geht. Er tut schon, also es macht schon. Ja. Auch die anderen Mitmenschen müssen wir drüber lassen. So sieht's aus. Ja, ganz so auffallen. Also die SUV-Fahrer sind auch respektvoll anderen gegenüber. Ist das so? Ja. Was hat er für eine Abgasanlage verbaut? Auch GME-Abgasanlage drauf. Jetzt sind wir wieder verwunderlich, dass das laut ist, wenn er so laut ist, weißt du. Das ist ja schon brutal. Laut? Wenn du drauf trittst. Ist ja schon heftig. 5,7 Liter gehabt. Das ist alles echt gesetzgeformt. Der ist auch gemessen worden. Und wie gesagt, die Klappen, also ich kann gar nicht auf die Klappen zugreifen. Ja. Die Klappen werden echt nur unter der Volllast. Elektronische Geschwindigkeit geregelt ist, ist gesteuert, ja. Also ich kann die Klappen gar nicht unter 50 km/h gehen die gar nicht auf. Okay. Ja, ich kann zwar Sport die ganze Einstellung machen. Macht das auch viel mehr Spaß. Okay. Du musst hinten brüllen. Was noch zu erwähnen ist, was wir noch gemacht haben, der hat original Mopa Tieferlegungsfedern drin. Okay. Ja. Das ist natürlich top. Schöne Vogelsberg, schöne Landschaft. Genau, nochmal rund. Vogelsberg-Rundfahrt. Haben wir übrigens auch gemacht, müsst ihr jetzt noch sehen, hatten ja die Jungs da zum Videodreh.
waren 10 Leute da und haben auch für uns Image-Video gedreht. Ja. Und da sind wir auch durch den Vogelsberg gefahren. Ja, echt cool, coole Aktion. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Mega. Also ich habe jetzt schon die Vorstellung, es waren 10 Leute halt und mit einem Pickup durch den Vogelsberg hin, einer auf der Ladefläche draufgelegt, festgezurrt, mal Straße abgesperrt, weißt du, mit ein paar Überholszenen drin gewesen. Und